Hallöchen, Freunde, bei den Crazy Movie Cats. Zur guten wie auch zur schlechten Unterhaltung. Heute kommt mal wieder ein kleines Mini-Update. Ja, wir waren bei Müller. Und da haben wir wieder was gekauft. Das kann nicht wahr sein, weißt du, weil ich wollte ja nicht. Nein, ich wollte nicht. Aber ich konnte nicht anders. Da waren so viele Filme, so viel Auswahl. Und dann habe ich eben leider mir was gekauft und ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, aber ich bin in der Mediaabteilung gelandet. Und vorher habe ich ein bisschen Autos geguckt, weil ich mir dieses Jahr ein Auto kaufen wollte, ein neues und so. Ne? Und dann bin ich mal kurz rumgefahren zu Müller. Mit meinem Taxi. Ja, jetzt geht's los mit unserem kleinen Mini-Update und viel Spaß. Eure Muschi Uschi. Da, die Sonne scheint. Der Wind, der weht. Und überall ist es wunderschön. Ja, hallo Freunde. Ich wollte mich mal in die Sonne setzen auf mein Bett. Ich wuschel halt immer runter. Und und hab mir Filmchen gekauft und die habe ich noch nicht ausgepackt und das werde ich jetzt machen. Und zwar mit meinem Kartoffelschälmesser. So. Ich sehe nichts, ich habe von der Sonne geguckt. Voices mit Ryan Reynolds, wo er mit Tieren sprechen kann und irgendwie ein paar Leute ermordet. Ich möchte doch in der Sonne sein. Egal. Auf jeden Fall fand ich den Trailer lustig und die Kritik von Robert Hoffmann, glaube ich, war auch nicht mal so schlecht. Und ein kleiner lustiger Film mit Reynolds, kunterbuntes Kino, Wunder von was sagt denn die Cinema? Die Cinema sagt, Ryan Reynolds bietet in der Rolle des labilen Jerry eine grandiose Leistung. Okay. Ja, hier sind noch so ein paar Bildchen hinten drauf. Und so sieht das Ganze von vorne aus. Und so sieht das Ganze von innen aus. Natürlich ein Glück mit Wendel-Cover. Aber wenn man es ins Regal stellt, sieht man sowieso von so. Ich habe auch ein teures Tablet gekauft. Sabber. Und mit Ethan Hawke und Emma alias Brunhilde, nein, wie heißt sie nochmal? Mathilde. Harry Potter. Naja, Emma Watson. Alias Emma Watson. Mir fällt der Name nicht ein, wie sie heißt, aber bei Harry Potter. Ist ja auch scheißegal, jedenfalls mit Ethan Hawke und Emma Watson. Regression, ein Regression-Stil. Von hinten wie von vorn. Sieht super aus. Ne? Soll irgendwie so eine, ja. Und von innen? Das ist ja irgendwie so ein Mystery-Thriller-Ding da irgendwie, ne?
scheint ja gut zu sein. Ich hoffe, er ist gut, weil für das Geld hoffe ich, dass das kein Scheiße ist. Ne, ich überlege immer. Der ist auf jeden Fall, ich wollte nicht so, ich wollte mir auch Paddington kaufen mit dem niedlichen Teddybär, mit der roten Mütze. Aber ich wollte ein paar bisschen härtere Filme haben. Und Paddington kaufe ich mir jedenfalls auch nochmal. Ja, das war's eigentlich. Einmal The Voices und Regression. Hä? Ich hoffe, das wird ein geruhsamer Abend, Tag oder Nacht. Und genau das wünsche ich euch auch. Einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Ja. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gute und schlechte Unterhaltung, eure Crazy Movie Cat Tante. In der Sonne. Von Hamburg und Umgebung.